So, hallo zusammen auf meinem Kanal zu einem Video. Ich habe ja mein letztes Video beim Muttertagsevent, wo man leckere Stängelspargel gekocht hat, mit der selbstgemachten Hollandaise und den leckeren Kartoffel, gesagt, dass man von dem Spargelwasser, wo man die Spargel schaltet und ausgekocht hat, nur leckere Spargelsuppe gekocht hat. Ja, das ist einfach zu schade wegzuschmeißen, das Spargelwasser, und es hat so viel Aroma und da ich so schnell eine richtig leckere Suppe draus gemacht. Und beim ordentlichen Spargelgericht, finde ich einfach, gehört auch dann vorneweg eine Spargelsuppe dazu. Ja, die Schale einfach so wegschmeißen, wie gesagt, das wäre zu schade. Die kann man, wie ich euch gezeigt habe, noch kurz einfach im Wasser ein bisschen aufkochen. Und ihr habt eine super leckere Spargelbrühe, nenne ich es einfach mal. Und da kann man so schnell und einfach eine leckere Suppe draus machen. Wie schnell und einfach das geht und was man dafür braucht, das möchte ich euch im Video jetzt mal zeigen. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Dann legen wir los. So, Spargelsuppe. Natürlich, wie gesagt, wir haben hier das Spargelwasser. Wir brauchen ein bisschen Sahne. Dann als Einlage machen wir, muss auch als Einlage rein, einfach nur so Spargelstücke. Brauchen wir Mehl, Butter, machen ein bisschen Mehlschwitze, da eine Bindung kriegt. Dann einfach noch ein bisschen Salz. Ja, man muss das Wasser mal probieren, wie das schmeckt. Eventuell ein bisschen Salz, vielleicht noch ein kleines bisschen Zucker und dann weißer gemahlener Pfeffer. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Ich werde euch dann wie immer die Mengenangabe in der Videobeschreibung auflisten. Außer jetzt beim Spargel in die Suppe rein als Einlage, da könnt ihr reinmachen, so viel ihr wollt. Ja. Oder wenn ihr auf dem gar keine wollt, macht ihr gar keine rein oder macht ihr viel oder wenig rein. Das bleibt dann komplett euch überlassen. So, wie ihr seht, ich habe schon mal die Butter im Topf drin, schon mal geschmolzen. Ja, dann können wir auch schon das Mehl mit dazu reinmachen. Einfach ganz schön Mehlspitze. Aber halt in dem Sinn jetzt halt ohne Milch, damit wir den dann mit der Spargelbrühe auffüllen. Wie gesagt, die Mengenangabe ist in der Videobeschreibung. So, da ein bisschen hoch, dass es zum Kochen kommt. Ja, man riecht jetzt schon das Spargelwasser, ja, das ist, wie gesagt, das hat so viel Aroma, das einfach raus zum Leeren oder die Spargelschalen nicht aus zum Kochen, das wäre einfach fast schon Sünde, ja. Die muss man einfach auskochen. So, das war jetzt ein halb Liter, bis das habe ich noch übrig, mal gucken, wie es eindickt, denn die soll ja schön weiß werden. Deswegen nachher noch die Anschluss Sahne. Ich habe es einmal aufkochen. Dann sieht man gleich, wie es abbindet, ob es das Mehl genug war. Und dann, wie ich oft gesagt habe, Mehlschwitze muss immer ein bisschen auskochen. Das heißt, wenn das jetzt einmal kocht, dann muss ich es erstmal ja, so 10 Minuten langsam vor sich hinköcheln lassen, dass das Mehl ein bisschen richtig abbindet, dass das Kriegelige vom Mehl ein bisschen rausgeht, dass der Mehlgeschmack ein bisschen rausgeht. Ja, dann machen wir weiter. Wenn es dann passiert ist, hole ich wieder damit wieder zu. Ihr seht, es kocht jetzt. Ja, das bisschen können wir noch reinmachen. Ein bisschen habe ich noch, das war ein halb Liter insgesamt. Wenn das noch 10 Minuten kocht, dickt das noch ein. Ja, also ich würde sagen, das lasse ich jetzt kochen. Für 10 Minuten. 10 bis 15 Minuten langsam vor sich hinköcheln lassen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, so 10, 12 Minuten sind jetzt dabei. Hat richtig schön eingedickt, ja. Also wenn das passt so, jetzt kommt noch ein, ja, machen wir mal vielleicht 50 Milliliter Sahne mit dazu rein. Einfach nur, dass das ein bisschen heller wird. Man sieht es auch schon. Hier habe ich 100 Milliliter gehabt. Ja, und 50 haben wir jetzt drin. Das reicht auch. So, muss man probieren. Ja, da fällt vielleicht noch ein bisschen Gewürz. Aber Spargelaroma ist richtig gut da. Ein bisschen Pfeffer. Mach noch wirklich ganz wenig Zucker. Ja, das ist etwa ein halber Teelöffel. Und vielleicht noch einen halben Teelöffel Salz.
Ah, super. Richtig schöne, geile Spargelsuppe mit richtig kräftigem Spargelaroma. Von dem Wasser, von den Schalen raus. Geil. Dann können wir auch schon die Spargelstücke kurz mit reinmachen als Einlage. So, so schnell geht unsere Spargelsuppe. Ja. Jetzt haben wir sie noch ganz kurz umstanden, bis die Spargelstücke heiß sind. Ja, da können wir auch schon anrichten, würde ich sagen. Ihr seht, ganz schnelle Nummer. Können wir uns mal nochmal die Konsistenz anschauen. Wenn ihr es dünner oder dicker haben wollt, könnt ihr einfach noch ein bisschen mehr Sahne reinmachen zum Beispiel. Oder einfach dann ein bisschen weniger Mehl. Wie gesagt, schreibe ich dann auf, wie viel ich trinket habe. So, wie gesagt, hier können wir auch schon ausschalten. Nehmen wir uns hier einen Superteller. Ja, die sieht super aus. Richtig leckere Spargelsuppe. Dann noch ein bisschen fürs Auge. Ein bisschen was Grünes drauf. So, und fertig ist sie. Unsere schöne Spargelsuppe. Ja, ich denke, man sieht es gut. Man kennt sie gut. Sehr lecker. Ihr habt gesehen, es geht ganz schnell. Und wie gesagt, wenn ihr eh Spargel schält, habt ihr die Spargelschale eh da. Und dann ist es einfach, es aus den Spargelschalen voll eine leckere Suppe zu machen. Ja, dann würde ich sagen, das war es auch schon für das Video. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch die Suppe gefällt, würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Kommentare sind wie immer sehr gern gesehen. Wenn es euch gefällt, dürft ihr gerne an meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Dann sage ich danke fürs Anschauen vom Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.